grüß dich. Wie sollen wir eigentlich reagieren auf die schönen Momente in unserem Leben? Schöne Momente, in denen ist Freude und auch ein bisschen manchmal Angst, weil das so schön ist, dass wir uns nicht mal würdig fühlen, dass so viel Schönheit wir gesehen haben. Also stell dir vor, du siehst einen wunderschönen Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang oder hier eine wunderschöne Sicht von dieser Brücke. Alles ist voll von Licht, alles ist voll von Freude. Oder wenn dir einfach ein Kind zuläuft, voll von Freude. Und man weiß nicht, was soll ich mit all diesen Gefühlen tun, die ich fühle. Und das ist gerade die Szene in dem Evangelium, wo wir diese drei Jüngern treffen, die Transfiguration von Jesus sehen. Und sie spüren auf einmal Freude, etwas ist ganz einfach unvorstellbar schön und wahr ist und so. Und auf der einen Seite auch Angst. Bin ich dessen würdig? Das ist etwas unerhörbar schön. Und doch, die bekommen eine Antwort, was sie eigentlich tun sollten. Das ist die Stimme von Gott, die sagt, den auf Jesu zeigend, sagt diese Stimme von Gott, ihr sollt den hören. Also, und die Jungen wollten reagieren, sie wollten drei Zelte bauen, sie wollten irgendwie Ausdruck dessen geben, was sie spüren, und alles war einfach nicht ausreichend. Und doch die Stimme sagt, wahrscheinlich sollten wir mit allen diesen Momenten in unserem Leben einfach die auf uns nehmen, die denen entgegenzukommen, denen einfach da in denen zu bleiben, ohne etwas unbedingt zu tun, ohne dass die Schönheit in ein Foto zu umwandeln, sondern einfach da in diesem Moment bleiben und einfach den in sich aufzunehmen. Das denke ich. Und du, was denkst du? Teile mit mir.